Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag, den wir genießen dürfen. Ich begrüße Sie im Namen des Europa-Institutes an der Universität Zürich. Ich freue mich, dass wir den Schweizer Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Herrn Dr. Andreas Zünd, unter uns begrüßen dürfen. Wir leben in Zeiten, in denen die Menschenrechte keine Selbstverständlichkeit sind. Und das ist auch eine Binsenwahrheit. Natürlich gab es nie Zeiten, in denen Menschenrechte selbstverständlich waren, aber ich glaube, dass die Infragestellung größer geworden ist, wenn wir in gewisse Staaten schauen, wenn wir autoritäre, auch Europaratsmitgliedstaaten betrachten und natürlich, wenn wir in die Situation, Kriegssituation in der Ukraine schauen, dann werden Menschenrechte mit Füßen getreten von einem, man muss sagen, ehemaligen, glaube ich, Mitgliedsland auch des Europarates. Also die Herausforderungen für die Menschenrechte im gegenwärtigen Europa sind offensichtlich und wir sind gespannt, was uns Herr Dr. Zünd dazu zu sagen hat und auch gespannt, was er uns berichten kann über den Beitrag, den der EGMR zur Festigung, Stärkung der Menschenrechte in Europa und damit auch in der Schweiz leisten kann. Herr Dr. Zünd ist seit dem 29. März 2021 Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er ist als Nachfolger von Frau Professorin Keller, die hier an unserer Fakultät unterrichtet, gewählt worden. Sie ist auch irgendwo hier im Saal. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Ich möchte Ihnen unseren Referenten kurz vorstellen. Es wird Sie nicht überraschen, dass er Jus studiert hat, aber nicht an der Universität Zürich, sondern an der Universität Bern. Er ist von Hause aus Aargauer und die Aargauer, die sind so zwischendrin, oder? Zwischen Zürich und Bern und die einen gehen nach Bern und die anderen gehen nach Zürich. An beiden Orten sind sie gern gesehen und offensichtlich auch erfolgreich. Herr Zünd hat von 1978 bis 1982 an der Uni Bern studiert, hat mit dem Lizenziat 82 abgeschlossen, hat dann das Rechtsanwaltspatent des Kantons Aargau erworben, hat doktoriert, wieder an der Universität Bern und hat dann eine klassische, würde ich sagen, Juristenkarriere eingeschlagen, hat nebenher aber auch noch etwas politisiert. Er war auch einmal im Einwohnerrat von Wohlen und hat sich dort auch für den Erhalt eines kulturellen Saales eingesetzt, den es heute immer noch gibt. Und der Zufall will es, war vor zwei Wochen am Wochenende in diesem Sternensaal, habe damals noch nicht gewusst, dass er einer der Väter dieses Saales ist, sonst hätte ich noch andächtiger dort gesessen. Aber wie gesagt, er hat eine Juristenkarriere dann absolviert. Er war an aargauischen Gerichten tätig und dann auch immer wieder am Bundesgericht, sowohl als Gerichtsschreiber, dann als Ersatzrichter, dann auch eben als vollamtlicher Bundesrichter. Vorher war er am aargauischen Obergericht tätig von 2002 bis 2004 und dann von 2004 bis 2021 am Bundesgericht. Er war dort ursprünglich oder am Anfang Mitglied der strafrechtlichen Abteilung und nachher dann der zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung, die er auch präsidiert hat von 2010 bis 2016. Einige Urteile, an denen Herr Dr. Zünd mitgewirkt hat, sind auch öffentlich bekannt geworden und vor allem auch diskutiert worden. Sie waren auch Anlass von Kontroversen
Diskussionen, auch gewisse pointierte Äußerungen über den Stellenwert, den Status der Europäischen Menschenrechtskonvention in der Rechtsordnung der Schweiz. Das ist nicht unwidersprochen geblieben, aber ich glaube, man kann sagen, dass die Auffassung auch bestätigt wurde im Rahmen von, ich sage das jetzt etwas so, Volksabstimmungen, gewisse Ideen, die hätten in die Verfassung geschrieben werden sollen, sind abgelehnt worden, und das ist eine indirekte, würde ich sagen, eine indirekte auch Bestätigung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung diesbezüglich. Wie gesagt, seit dem 29. März 2021 ist Herr Dr. Zünd Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er unterliegt einem Wohnsitzzwang, wie ich heute erfahren habe. Ich habe das nicht genau recherchiert. Er lebt also in Straßburg und kann dort die wunderbaren Kugelhüpfe genießen, diese Hefe-Kugelhüpfe, Hupfe, oder wie sagt man richtig, in der Mehrzahl, ich weiß es nicht, aber anderes auch. Es lässt sich, glaube ich, in Straßburg leben, und er macht einen entspannten Eindruck, und ich darf ihn deshalb hier ans Rednerpult bitten zu seinem Vortrag, die Bedeutung der Menschenrechte im gegenwärtigen Europa. Herzlich willkommen. Danke, Dr. Markus Natter, für die freundlichen Worte, dem Europa-Institut für die Einladung und Ihnen allen, dass Sie mir zuhören wollen. Meine Stimme ist nicht ganz so, wie sie sein sollte, aber Sie müssen sich nicht sorgen, denn ich habe heute Morgen so als Pflicht aus Artikel 2 der Menschenrechtskonvention gedacht, positive Verpflichtung, Recht auf Leben, ich muss einen Covid-Test machen, habe ich gemacht, und der ist negativ, also ich gefährde hier niemanden. Damit wären wir beim Thema, eine kurze Übersicht, was ich ungefähr, wohin ich Sie ungefähr führen will. Eine kurze Einleitung, dann natürlich EMRK und Krieg. Wichtig im europäischen Kontext heute ist die Rechtsstaatlichkeit. Diese ist gefährdet. Darüber möchte ich ein paar Worte verlieren oder sogar etwas mehr. Dann sind die Gesellschaften herausgefordert mit gefährlichen Straftätern. Reagieren darauf manchmal nicht unbedingt menschenrechtskonform. Als dann möglicherweise im Zusammenhang mit der Pandemie ist auch ein wichtiger Aspekt die Demonstrationsfreiheit, die als Grundelement einer Demokratie gewahrt werden sollte. Und am Schluss möchte ich etwas weniger das Negative, sondern das Positive, was ich an der EMRK empfinde, dass sie nämlich ein Living Instrument ist und auch zu gesellschaftlichem Fortschritt beiträgt, eingehen. Ist ein großes Programm, aber irgendwie scheint mir alles ziemlich wichtig. Europarat, EMRK, das gehört zusammen, 46 Mitgliedstaaten. Die Grundwerte des Europarates sind diese drei wichtigen Dinge: Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Die wichtigsten Instrumente, die EMRK, die Sozialcharta, der die Schweiz nicht beigetreten ist, und auch die Folterkonvention. Die Menschenrechtskonvention seit 1950, seit 1953 in Kraft, hat eigentlich nur 12 substanzielle, also materielle Artikel als solche. Wir werden nicht auf alle eingehen, logischerweise, aber wichtig ist, dass in Fettdruck das Recht auf Freiheit, faires Verfahren, Rechtsstaatlichkeit, Strafe ohne Gesetz, dann eben, was ich erwähnt habe, Demonstrationsfreiheit und immer wichtiger und zentral das Verbot der Diskriminierung in der Rechtsprechung des EGMR. Das sind meine Flashs, die ich aufwerfen will. Man könnte so viel erzählen, aber das wäre, was ich Ihnen erzählen möchte. Der Gerichtshof ist das wichtigste Organ für die EMRK. Es gibt einen Richter pro Mitgliedstaat, jetzt 47. Sie haben den Unterschied gesehen, 46 Europaratsstaaten, 47 beim EGMR. Darauf komme ich noch. Die Beschwerdearten sind ursprünglich eigentlich fast wichtiger, die Staatenbeschwerden, Staaten gegeneinander, aber heute natürlich die Individualbeschwerden. Jedermann kann an den Gerichtshof gelangen. Dann gibt es neu auch die Möglichkeit,
des Gutachtens, Advisory Opinion, wo der Gerichtshof von höchsten Gericht angerufen werden kann, um die Leitlinien zu schaffen. Die Schweiz macht hier noch nicht mit oder nicht mit, vielleicht noch nicht. Wir werden sehen. Wichtig im System des der EMRK ist, es geht nicht nur um den EGMR. Es geht auch um die Mitgliedstaaten und es geht um das Ministerkomitee, vor allem bei der Vollstreckung der Urteile. Wir kommen vielleicht immer beiläufig auch darauf noch zu sprechen. Jetzt, natürlich, wenn ich hier in der Schweiz spreche, in Zürich, muss ich ein paar Worte zur Schweiz sagen. Die Schweiz ist seit 1974 hat sie die Konvention ratifiziert, nachdem sie die Verfassung substanziell geändert hat, so Frauenstimmrecht und so, Jesuitenartikel. Die innerstaatliche Geltung, Markus Notter hat das natürlich schon sehr schön gesagt, da der zweite Fall, den ich erwähne, 139.1.16 16 ist das, wo ich ja, vielleicht etwas beteiligt war und darum nicht alle fanden das gut. Aber vorher war schon der PKK-Entscheidung, die klarerweise die Schweiz so situiert hat, dass das Bundesgericht bereit ist, die EMRK anzuwenden, und zwar vollauts anzuwenden. Das ist sehr gut. Was die Fälle betrifft am EGMR, es sind natürlich nicht viele, die aus der Schweiz kommen, so rund 270 pro Jahr. Die meisten sind Unzulässigkeitsentscheide, 240 war das letztes Jahr, die im Einzelrichterverfahren ergehen. Aber man muss da natürlich wissen, wenn man so eine Single-Judge-Agenda bekommt, also ich bin nicht Einzelrichter für die Schweiz, das ist nie der Schweizer Richter, weil es gibt Leute, die sind zu nahe an den Regierungen, das ist immer jemand anders. Aber ich bin es für andere Länder. Da kommt eine Liste und da steht oben komplexe Fälle. Oder? Nachher kommen dann die einfachen. Also das kann uns klar, unzulässig, klar, unbegründet, natürlich, aber vielleicht nach ziemlicher Reflexion. So wird das gehandhabt. Also man kann nicht einfach sagen, das sind Dummköpfe, die diese Beschwerde eingereicht haben. Das können auch schwierige Fälle sein. Zu Urteilen bezüglich der Schweiz werden pro Jahr so, letztes Jahr waren es 7, es können aber auch 10, 15 sein, mehr eher nicht. Die Menschenrechte sind, und das ist schon mein Credo, auf zunehmende Verwirklichung und auf Verbesserung der gesellschaftlichen Bedingungen ausgerichtet. Das ist die Aufgabe des EGMR, ja, aber zunächst der Vertragsstaaten. Sie sind die Herren der Verträge oder Frauen der Verträge und dort insbesondere der Höchstgerichte, die halt die relevanten Organe sind, um die Menschenrechte in den jeweiligen Vertragsstaaten zu verwirklichen. Und wichtig ist dann auch für die Vollstreckung das Ministerkomitee. Es braucht etwas, das zusammenfügt. Es braucht auf der einen Seite ein Gericht, das Urteile spricht und dann die diplomatische Form, das auch durchzusetzen, wenn es der Vertragsstaat dann nicht selber macht. Und jedes Urteil, das nicht sofort vollstreckt wird, bleibt beim Ministerkomitee auf der Agenda, bis es das ist. Das muss man sich im Klaren sein. Man kann nicht sagen, ja, dieses und dieses Land vollstreckt die Urteile nicht, bringt ja gar nichts und so. Das bringt alles sehr viel und zwar bei allen Ländern. Aber Markus Notter hat das gesagt, Menschenrechte sind niemals gesichert. Die Menschenrechtskonvention und der Krieg. Die wichtigste Bestimmung dazu ist, dass im Artikel 1 steht, wann die Konvention anwendbar ist. Die Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt, Jurisdiction, unterstehenden Personen diese Rechte und Freiheiten zu. Was heißt das? Jurisdiktion, das wird zunächst territorial verstanden, einfach territorial. Andere Anknüpfungen gibt es aber schon eher selten. Und jetzt ein wichtiger Fall, Bankovic versus Belgium und andere, hat die Grand Chamber 2001 betreffend den Angriffskrieg der NATO, darunter Mitgliedstaaten des Europarates, auf die Bundesrepublik Jugoslawien, einen Fall gehabt, wo die Rundfunkstation in Belgrad bombardiert wurde, aus der Luft. Es gab da viele Fliegerangriffe. 16 Tote, 16 Schwerverletzte
Und der Gerichtshof hat entschieden, keine Jurisdiktion. Dafür sind wir nicht zuständig. Mit welcher Begründung? Mit der Begründung, Jurisdiktion wird territorial verstanden. In Jugoslawien ist kein Europaratsstaat in diesem Moment. Heute sind diese Länder dabei, damals nicht. Und Lufthoheit, ja, aber Lufthoheit ist nicht auf dem Boden. Ist nicht, man hat hier nicht die Hoheitsgewalt über das Land, also ist die Menschenrechts, besteht hier keine Jurisdiktion und die Konvention ist nicht anwendbar. Das ist der Ausgangsfall für solche Fragen. Aber dann gibt es natürlich schon eine gewisse Fortentwicklung. Krieg, wiederum von einigen der Europaratsstaaten beteiligt gegen den Irak. Also es ist, das Ganze mit dem Krieg ist halt nicht so selten. Als Kenny gegen Vereinigtes Königreich, da wurden von einer Patrouille des Vereinigten der Armee, der britischen Armee, Zivilpersonen getötet. Und die Frage stellte sich, besteht hier Jurisdiktion? Der Gerichtshof überlegte, Irak wurde angegriffen, aber mit der Zeit hatten die USA und zum Teil eben auch das Vereinigte Königreich die Gewalt über bestimmte Gebiete. Sie kontrollierten das Gebiet. Sie haben zwar nicht Schulen geführt und so, Polizei, alles, was man so unter Universitäten geführt, das nicht, aber sie waren die relevanten Leute, die das Territorium beherrschten. Und da sagte der Gerichtshof, in einer solchen Situation sind es die, die die Hoheitsgewalt haben, und zwar auch außerhalb von Europaratsstaaten. Der Gerichtshof anerkannte insoweit die Hoheitsgewalt, also die Jurisdiktion, die EMRK ist anwendbar darauf, und die Nichtuntersuchung dieser Todesfälle, die Tötung von Zivilpersonen, wurde nicht untersucht durch die britischen Behörden, und das verletzte Artikel 2, also das Recht auf Leben. Also es ist nicht ganz so klar mit der Territorialität. Es kann auch extraterritorial anwendbar sein, aber in gewissen Schranken. Dann allerdings wieder, es ist ziemlich kompliziert. Das ist ein typischer Fall, Staatenbeschwerde Georgien gegen Russland im Zusammenhang mit Südossetien, Abchasien, kriegerische Auseinandersetzungen. Da hat die Große Kammer entschieden, dass während der aktiven Kriegshandlungen, während dem Chaos besteht, man nicht weiß, wer wo ist, und aufeinander geschossen wird hin und her, einmal gehen die da vor und dann die anderen zurück und es gibt Gegenangriffe, da hat niemand Jurisdiktion. Das ist nicht Hoheitsgewalt, man beherrscht das Territorium nicht. Zwar sowohl für einen allfällig angreifenden Staat wie für einen verteidigenden. Natürlich ein verteidigender Staat, formell völkerrechtlich, hat die Hoheitsgewalt. Aber er kann nichts tun, wenn dort die anderen sind. Oder er kann einfach vor allem nicht das sauber ausüben, wenn sie schießen gegeneinander. Die EGMR hat gefunden, man müsse das abgrenzen gegenüber das Jus in Bello, also die Genfer Konventionen, wo das Kriegsrecht wo das Kriegsrecht festgehalten ist. Das hätte man vielleicht auch etwas anders machen können, aber so ist die Rechtslage, wie sie jetzt vom EGMR festgehalten ist. Im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen, solange sie andauern, keine Jurisdiktion, aber dann sofort, sobald über ein bestimmtes Gebiet Jurisdiktion hergestellt ist. Das ist die momentane Situation, wenn wir an den aktuellen Krieg denken und das einordnen wollen. Also da kann in Ukraine natürlich ein Teil Hoheitsgewalt der Ukraine sein, wo sie verantworten, und in anderen Gebieten, im Donbass zum Beispiel, wohl die Gewalt von Russland. Jetzt sind wir bei Russland. Also Sie wissen, dass das Ministerkomitee einen Tag nach Kriegsausbruch die russischen Vertreter im Europarat von ihren Rechten suspendiert hat, also in der parlamentarischen Versammlung, auch im Ministerkomitee. Und am 15. März fand dann eine Debatte in der parlamentarischen Versammlung statt, im Hinblick darauf, wie soll der Europarat reagieren. Es war absehbar, dass sie beantragen, dem Ministerkomitee
Russland auszuschließen. Der Minister Lavrov hat dann an diesem Tag zuvorkommend den Beschluss, den Austritt nach der Ordnung von Artikel 7 und 8 der Statuten des Europarats erklärt, was die Parlamentarische Versammlung nicht gehindert hat, weiter zu debattieren und am Abend dem Ministerkomitee vorzuschlagen, man solle Russland ausschließen. Das Ministerkomitee hat das am Folgetag mit sofortiger Wirkung getan. Ausschluss per sofort, nicht nach den Kautelen, die eine gewisse Übergangsfrist vorsehen. Der EGMR war dann in einer nicht so simplen Situation. Der Präsident hat in einer ersten Reaktion noch am selben Tag, 16.03., die Suspendierung der aller russischen Fälle angeordnet. Das Plenum hat am 22.03. die Sache beraten und ist zum Schluss gekommen, dass die Konvention nicht per sofort beendet sein kann, sondern dass die Konvention ein eigenständiges Instrument ist, aus dem man austreten kann. Jetzt ist Russland ausgeschlossen worden, aber das muss 6 Monate, wie es in der Konvention festgehalten ist, andauern. Die Konvention bleibt also ratione temporis anwendbar für alle Handlungen, die Russland in Russland oder allenfalls in weiteren Staaten, wo sie im Sinne, wie ich es beschrieben habe, die Hoheitsgewalt wahrnimmt, verantwortlich, menschenrechtlich verantwortlich. Was sind die Folgen dieser Beschlüsse? Also erstens einmal 143 Millionen Menschen in Russland verlieren den Schutz der EMRK, das ist sehr bedeutungsvoll. Die EMRK war ein wichtiges Instrument in Europa und es wird es jedenfalls für die nächste Zeit nicht mehr sein. Auch die Menschen in Gebieten außerhalb Russlands verlieren diesen Schutz, soweit Russland dort relevant anwesend ist, wie das in Transnistrien zum Beispiel der Fall ist oder jetzt im Donbass oder weiß wo noch. Das können wir nicht wissen. Aber prinzipiell bis September 22 bleibt die EMRK anwendbar. Danach nicht mehr. Und das ist ein Rückschlag für die Menschenrechte. Jetzt habe ich am falschen Ort gedrückt, glaube ich. Oder? Ja. Ja, jetzt. Ich komme zum Thema der Rechtsstaatlichkeit. Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache vor einem Gericht verhandelt wird. Und zwar vor einem unabhängigen, unparteiischen Gericht, aber auch vor einem auf Gesetz beruhenden Gericht. Und dieser Passus ist heute nicht mehr ganz so einfach in Europa. Ich beginne zuerst einmal mit einem Fall, der die Schweiz betrifft, damit ich nicht nur von anderen Ländern rede. Kürzlich 2 Fälle, Platzi und Roth. Eine Administrativbehörde, KESB, Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, befindet über den Aufenthaltsort von Kindern nicht verheirateter Personen. Die Mütter wollten mit den Kindern nach Bonn oder Monaco. Und das hat die Behörde wahrscheinlich vielleicht sogar richtig so entschieden, das gehe, sei in Ordnung, und hat aber dann zudem auch noch jeder Beschwerde gerade die aufschiebende Wirkung entzogen. Und das ist schon heftig, von einer Administrativbehörde sagen, ist ihr entscheiden das, aber hört mal, es braucht da nicht noch eine aufschiebende Wirkung, wir sind so gut, das funktioniert. Das Problem ist, dass es ein Haager Übereinkommen gibt, wer zuständig ist in Fragen des Kinderschutzes und das sagt, dort wo das Kind Aufenthalt hat. Dann haben die schweizerischen Gerichte gesagt, also sind wir nicht mehr zuständig, die sind jetzt in Bonn oder in Monaco, Monte Carlo, nicht mehr zuständig. Das bedeutet, kein Zugang zu einem Gericht. Ziemlich lapidar. Und das in der Schweiz. Und das war halt eine Verletzung von Artikel 6 der Menschenrechtskonvention. Das muss man sich etwas besser überlegen. Aber jetzt wird es komplizierter. Ich sagte, auf Gesetz beruhendes Gericht. Der Leitfall, wirklich wichtig
für das, was dann in anderen Orten Europas passiert ist. Gudmundur Andri Astrason gegen Island. Ein Recht auf faires Verfahren heißt eben auf Gesetz beruhendem Gericht. Jetzt, das ist der Prolog zum Ganzen. Es ist etwas kompliziert. In Island werden die Richter wie folgt ernannt. Es gibt ein Expertengremium, das so schaut, wer ist fähig, fachlich, persönlich, aber wer ist qualifiziert. Und die machen dann eine Reihung, sagen diese Kandidaten 1, 2, 3, 4. Am Schluss nominiert die Justizministerin, er kann auch ein Mann sein, aber hier war es eine Frau, und kann vom Vorschlag der Experten abweichen, mit Zustimmung des Parlaments. Dann gab es eine Justizreform, es waren gerade mal 15 Richter für ein Appellationsgericht zu ernennen, 33 Kandidaturen, das Expertengremium sagte, 15 besser als die anderen, und sie reihte diese. Die Kandidatin AE war auf Platz 18, eigentlich nicht dabei. Die Justizministerin fand dann aber, das ist nicht, ich finde das nicht ganz so richtig, hat 11 der 15 bestätigt, 4 andere aber andere Kandidaten genommen, darunter Frau AE. Sie sagte, ihre Kandidaten haben mehr richterliche Erfahrungen, überhaupt kann man Qualifikation nicht so genau messen, und ich will auch etwas schauen wegen der Vertretung der Geschlechter. Das Parlament akzeptiert das von der Justizministerin, alle 15 en bloc, mit knapper Mehrheit nach der Regierungslinie, also die Koalitionsparteien, die anderen dagegen. 4 unterlegene Richter gelangten vor die Gerichte. Das sei nicht in Ordnung. Das sahen die Gerichte dann auch so. Das sei nicht ganz lege artis gewesen. Zwar könne die Ministerin schon abweichen, aber sie müsse schon wirklich substanziell sagen, warum ihre Kandidaten dann besser seien. Aber gut, es sei jetzt so, diese Richter bekommen eine Genugtuung, also die nicht gewählt wurden, eine Geldzahlung als Genugtuung. Das war der Prolog. Dann kam Gudmundur Andri Astrason, der fuhr ohne Führerausweis in der Gegend herum und war auch unter Betäubungsmitteleinfluss, kassierte eine ziemlich heftige Strafe, gelangte vor dieses neue Appellationsgericht, da war die Richterin AE. Und das Verhängnis nahm seinen Lauf. Er sagte, die ist irregulär zur Richterin gewählt worden. Das lehnten dann natürlicherweise diese Gerichte, Appellationsgericht sowieso und auch der Cour Suprême ab. Nicht so der EGMR. Er sagte, auf Gesetz beruhend, established by law, wir müssen das genau ansehen. Wir machen das mit einem Test, der geht so, wenn das Landesrecht bei der Nomination der Richter offensichtlich verletzt ist, dann ist das schon nicht gut. Aber es können natürlich Fehler passieren. Es können so, man macht nie immer alles richtig. Es muss dann auch um Fehler gehen, die im Lichte des Ziels der Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz relevant sind. Also nicht Formfehler oder so, sondern das, was für die Unabhängigkeit der Justiz relevant ist. Dann kommt es auch noch darauf an, kann man das korrigieren im nationalen Gericht. Konkret bei diesem Fall, die Normen der Qualitätssicherung sind wichtig für die Unabhängigkeit der Justiz. Die sind verletzt. Die Ministerin, das Parlament stimmte parteigemäß. Man kann nicht ausschließen politische Motive. Fazit, das Gericht ist nicht auf Gesetz beruhend. Und zumal auch die Justiz selber nicht Abhilfe schaffen konnte. Sie zahlten etwas, aber dass sie die Sache korrigiert hätten, nichts. Verletzt Artikel 6. Also verletzt ist jetzt Artikel 6 bei einem Anwendungsfall, also wo jemand vor den Richter kommt, nur weil dieser Richter nicht korrekt ernannt worden ist. Das kann gefährlich sein, also für das System. Wenn man plötzlich sagen kann, bist du richtig gewählt worden? Wir gehen da mal in die Bücher und schauen das nach. Folgerung ist, Irregularität kann zu nicht gesetzlichem Richter führen, gemessen am nationalen Recht. Es ist aber dann auch bedeutsam, dass rechtskräftige Prozesse, das wurde gesagt, also nicht wieder aufgerollt werden können. Der Zeitablauf ist auch bedeutsam, also Sie können zum Beispiel nicht
Ich war 2004, 2003 zum Bundesrichter gewählt worden. Man kann nicht 2012 sagen, da hat das damals nicht gestimmt. Das geht nicht mehr. Aber im Prinzip ist das möglich, das in Frage zu stellen. Jetzt komme ich auf die Anwendung dieser Sache. Und auch das, ich meine, Markus hätte auch den Vortrag selber verhalten können. Die Rechtsstaatlichkeit ist an gewissen Orten bedroht. Man sagt in Polen. Herr Grzeczda war ein Richter am obersten Verwaltungsgericht. Er war zudem Mitglied des Justizrates. Und jetzt muss man wissen, der Justizrat ist ein extrem wichtiges Gremium in Polen, weil er ist zuständig, die Richter auf ihre Qualität, die Richter werden wollen, auf ihre Qualitäten zu überprüfen und auch vorzuschlagen und haben eine wichtige Funktion. Und da hat es nicht nur Richter in diesem Justizrat, aber die Richter in diesem Justizrat werden vorgeschlagen von ihren Kollegen. Also beim Bundesgericht wäre das, die Bundesrichter sagen, wer von ihnen in diesem Justizrat ist. Das gefiel der Regierenden der Gerechtigkeitspartei nicht und sie wollten das mehr politisieren und sagten, wir machen ein neues Gesetz, überhaupt müssen diese Mitglieder des Justizrats, die richterlichen Mitglieder, durch das Sejm, also das Parlament, gewählt werden. Sie änderten das Gesetz in dem Sinne und Herr Grzeczda wurde vorzeitig entlassen qua Gesetz. Er beklagte sich darüber und machte geltend, er hätte nicht des Amtes enthoben werden sollen, qua Gesetz. Es ist auch eine schwierige Frage, weil mit dem Gesetz, es ist so, Zugang zum Gericht ist natürlich nur, wenn es in eine zivilrechtliche Streitigkeit geht. Also muss man das, in öffentlichen Sachen ist das etwas heikel. Und da gibt es diesen sogenannten Viljoeskalinen-Test. Es ist möglich, Zugang zu Gericht zu verweigern, wenn das gesetzlich klar vorgesehen ist und wenn zudem dafür eine objektive Rechtfertigung besteht. Also zum Beispiel kann eine Entlassung eines Polizeibeamten unter Umständen, wenn das Gesetz das so vorsieht, ihm nicht das Recht geben, das vor ein Gericht zu bringen, weil man das für gerechtfertigt ansehen kann. Es muss eine vertrauenswürdige Person sein und so weiter. Hingegen, wenn man dem Polizeibeamten den Lohn nicht mehr zahlt, dann ist das nicht etwas, was gerechtfertigterweise vom Zugang zum Gericht ausgeschlossen werden kann. Jetzt bei diesem Zugang zum Gericht für Grzeczda ist es schlichtweg so, dass zwar vom System her das gewollt war, dass es hier keinen Zugang zum Gericht gibt. Aber es gibt dafür auch keine objektive Rechtfertigung, das auszuschließen. Der ganze Ablauf der Reformschritte in Polen war darauf ausgerichtet, die Justiz zu schwächen, die Einflussnahme durch Legislative und Exekutive zu stärken. Und das verletzt Artikel 6 im Kern. Die Unabhängigkeit der Gerichte ist eine Essentialia der Rule of Law. Dazu gehört die Wahl der Gerichte. Der isländische Fall ist der Leitfall und in Polen wird das zurzeit durchexerziert mit x welchen Fällen, die halt jetzt durch diesen nicht sehr regulär besetzten Justizrat in die Ämter gekommen sind. Es gibt weitere Fälle, die heißen Xeroflor oder Rechkovic und so fort. Sie sehen die Bedeutung, darum habe ich auf Island so stark Wert gelegt. Und in Island ist das korrigiert werden. Die Frage ist, wie schnell wird das in Polen korrigiert werden. Ich komme zu dem weiteren Thema, das ich angekündigt habe. Gefährliche Straftäter war eine Herausforderung für einige Staaten, Deutschland und die Schweiz. In Deutschland gab es eine Verwahrung, Sicherungsverwahrung, die ging aber nur 10 Jahre. Und dann dachten die Leute, das Parlament, man müsse das verlängern können. Sie verlängerten das auch und wandten das dann auch gleich auf Fälle, die schon verwahrt sind. Also man ist verwahrt auf 10 Jahre und dann plötzlich heißt es, geht jetzt länger. Das war die Situation dort. In der Schweiz gab es keine solche zeitliche Limite, aber die Schweiz überlegte sich, ob man nicht, wenn eine
Freiheitsstrafe abgesessen ist, unter Umständen doch auch noch eine Verwahrung anschließen lassen kann, und man wollte das machen durch das System der Wiederaufnahme. Das heißt, man prüft, ob im Zeitpunkt des Strafurteils die Voraussetzungen der Verwahrung eigentlich gegeben gewesen wären, aber der Richter das übersehen hat. Das war die Idee, und so ist es in die Strafprozessordnung gekommen. Deutschland, Schweiz, recht ähnliche Konstellation. In Deutschland beschäftigte den Gerichtshof der Fall M relativ früh. Also jemand, der in Verwahrung war, dann wurde das plötzlich durch neues Gesetz weitergeführt. Deutschland, das Verfassungsgericht, das ja ein sehr renommiertes Gericht ist, hat gesagt, ja, aber das ist so in Deutschland, das ist auch in Ordnung. Warum? Es ist in Ordnung, weil in Deutschland Strafen und Maßnahmen nicht dasselbe sind. Das ist keine Strafe, es ist einfach eine Maßnahme. Wir haben ein dualistisches Sanktionssystem. Nulla pöna sine lege, no, nicht, ist kein pöna. Also kann man auch sine lege. Das war das Bundesverfassungsgericht. Der EGMR musste das aufgrund der Konvention beurteilen. Artikel 5 ist der Artikel, der vorsieht, unter welchen Umständen man der Freiheit beraubt werden kann. Sehr wichtig, 5.1a. Nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht. Auch wichtig bei psychischer Krankheit. All diese Leute, die in die Psychiatrie kommen. Und dann gibt es Artikel 7, keine Strafe ohne Gesetz. Der EGMR sagte, Verurteilung heißt Feststellung Schuld, Feststellung Schuld. Und dann anschließend eine Strafe oder eine freiheitsentziehende Maßnahme. Nach Verurteilung, nach 5.1a, heißt nicht einfach nach der Verurteilung zeitlich, sondern als Folge kausal verbunden mit dem Urteil. Es braucht einen Link zu diesem Urteil. Die späteren Entscheide der Strafvollzugsgerichte, das ist keine Schuldfeststellung mehr. Folglich sind sie nicht Grundlage für eine Freiheitsentziehung. Ursprünglich war der Mann verurteilt zu 10 Jahren Verwahrung. Aber das Weiterführen hat keine kausale Verbindung zum Strafurteil. Abgesehen davon, die Verwahrung ist im Gefängnis, ist nicht in einer Psychiatriestation. Und all das mit nulla pöna sine lege, das funktioniert nicht, das können die Deutschen schon so sagen, aber wir legen das autonom aus. Artikel 7, da bedeutet eben nulla pöna sine lege auch das, was die Deutschen als Maßnahme ansehen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Konsequenzen daraus durchaus gezogen, hat nicht alles über den Haufen geworfen, aber gesagt, von nun an müssen in Deutschland Verwahrungen, die so länger gehen, ganz anders vollzogen werden. Es muss effektiv ein Konzept sein, das auf Psychiatrie ausgerichtet ist, auf Therapie. Und es muss ein Abstand sein zu Strafe. Es darf nicht mehr als Strafe erscheinen. Und die haben in Deutschland wirklich neue Psychiatrieeinrichtungen geschaffen für solche gefährlichen Leute. Das hat dann der EGMR so in dieser Form akzeptiert in Illenseer versus Germany. In der Schweiz gab es dann kürzlich vor ein paar Monaten den Fall WA gegen die Schweiz. Jemand, der durch das Geschworenengericht Zürich zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, aber nicht zu einer Verwahrung, keine Verwahrung. Die Richter haben damals gesehen, er ist gefährlich, aber wir wollen lieber eine möglichst lange Freiheitsstrafe. Und dann hätte er freigelassen werden sollen. Das fanden dann wieder gewisse Organe nicht richtig. Das Obergericht von Zürich zwar fand es richtig, dass das eine Freilassung sein musste, aber das Bundesgericht nicht. Es hat gefunden, das Bundesgericht, man müsse den Fall wieder aufnehmen und überprüfen, war der nicht schon im Moment der strafrechtlichen Verurteilung so psychisch geschädigt, dass man ihn hätte verwahren können, sollen, und das Gericht hat es nicht gemerkt. War die Idee. Der EGMR sagt dazu, es gibt keinen kausalen Link zur ursprünglichen Verurteilung. Der Vollzug ist auch nicht in einer spezialisierten psychiatrischen Klinik, man kann nicht kommen und sagen, das sei jetzt Psychiatrie, es ist im Gefängnis.
Nulla pone sine lege ist auch verletzt, weil diese Norm, die das überhaupt erlaubt, die nachträgliche Verwahrung, war noch nicht in Kraft, als er ursprünglich verurteilt worden ist. Und dann ist auch noch ne bis in idem verletzt, das Artikel 4 des 7. Zusatzprotokolls. Weil im Prinzip wird über die gleiche Straftat gleich zweimal entschieden. Verletzung all dieser Bestimmungen durch die Schweiz. Das ist von mir aus im Kleinen, aber es betrifft ganz zentrale Aspekte des Rechtsstaates, dass man nicht länger in Haft ist, als wozu man verurteilt ist. Und wenn es plötzlich gefährlich wird, aus verständlichen Gründen, ist es manchmal schwierig für die Politik, den Rang zu finden und die Maßnahmen so zu kalibrieren, dass sie mit den Menschenrechten vereinbar sind. Aber das muss man. Und darüber müssen die Gerichte wachen. Und wenn es die nationalen Gerichte nicht tun, muss es der EGMR tun. Ziemlich aktuell und nur kurz. Die Pandemiesituation ist und war eine Herausforderung. In der Schweiz war eine bestimmte Zeit lang Demonstration total verboten, 2,5 Monate. Und auch hier, es muss das Recht auf Leben geschützt werden. Obligation positiv, klar, viele Maßnahmen sind gerechtfertigt. Aber Demonstrationsfreiheit ist das Kernelement der Demokratie. Ich habe gesagt, Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte, das sind die Grundwerte. Und die schweizerischen Gerichte waren noch nicht einmal bereit, diese Fragen wirklich genau anzuschauen. Und dann hat er die Sektion, die Chamber gefunden, hier sei auch die Demonstrationsfreiheit verletzt. Das sei unverhältnismäßig, so vorzugehen, auch noch mit Freiheitsstrafen bis 3 Jahre. Der Fall ist nicht rechtskräftig. Man weiß nicht, ob das noch vor die Grand Chamber kommt, aber ist eine wichtige Konstellation im Zusammenhang mit Maßnahmen. Einer weiteren Herausforderung, die schwerwiegt, die Pandemie für unsere europäischen Staaten. Ich komme jetzt zu dem, was mir eigentlich mehr am Herzen liegt, nämlich, dass ich die Konvention nicht nur in der Abwehr von Angriffen, sondern dass ich die Konvention begreife als Living Instrument, und das tut der Gerichtshof seit 1978 mit dem Fall Theurer, wo eine körperliche Bestrafung eines Jugendlichen, die wohl 1950 noch so ungefähr normal war, aber dann nicht mehr als normal angesehen wurde, sondern als herabwürdigende Bestrafung angesehen wurde. The Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present day conditions. Wir müssen die Konvention immer interpretieren im Lichte der Gesellschaft, der aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen, und sie insoweit fortentwickeln. Neuere Fälle, also das war einfach der Grundfall, neuere Fälle zeigen das. Am Beispiel der häuslichen Gewalt, die vor 15 Jahren kaum wahrgenommen wurde, aber eben wahrgenommen werden muss. Obuz gegen die Türkei 2009. Eine Frau, die wiederholt an die Polizei gelangt ist, weil sie bedroht wird und so weiter, sogar verletzt wird. Dann, wie das in solchen Fällen ab und zu ist, dann relativieren die Leute ihre Anschuldigungen, weil sie, warum wohl und so weiter. Und dann denken die Behörden, ja gut, jetzt ist der Fall erledigt. Am Schluss wurde die Mutter der Ehefrau getötet durch diesen Mann. Und der Gerichtshof fand, hier sei ziemlich viel verletzt. Artikel 2, das Recht auf Leben. Artikel 3, herabwürdigende Behandlung. Artikel 14, Diskriminierung. Weil das Ganze geschlechtersystemisch ist. Also das Nichtbeachten dieses Grundproblems in der Gesellschaft ist genderbasiert und ist darauf basiert, dass die türkische Gesellschaft das nicht so ernst nimmt. Und es ist nicht nur die türkische Gesellschaft, ein analoger Fall war dann auch Talpis gegen Italien so. Aus Folge des ersten Urteils schon hat der Europarat die Istanbul Convention aufgelegt zur Unterzeichnung,
Und diese regelt solche Fragen sehr einlässlich, was wiederum dem Gerichtshof erlaubt, darauf zurückzugreifen. Es geht aber weiter. Es gibt auch eine Art Gewalt im Internet, und in einem ganz jungen Urteil hat sich der Gerichtshof erstmals zu Cyberviolence, etwas, was man sich vor 20 Jahren noch gar nicht vorstellen konnte, es es gar noch nicht gab. Das muss fortentwickelt werden. Man muss unter den Bedingungen der heutigen Gesellschaft Menschenrechte definieren. Also wurden intime Fotos, Fake-Profile, Stalking betrieben. In Russland ein gesetzlicher Rahmen wäre wohl vorhanden gewesen, aber Passivität der Strafverfolgungsbehörden führten dazu, dass man auch diesen Fall hier eine Verletzung feststellen musste von Artikel 8, dem Recht auf Privatleben. Von Opus über Istanbul bis Volodina II, der Gerichtshof muss auf geänderte gesellschaftliche Bedingungen, neue Technologien reagieren und die Konventionsrechte weiterentwickeln. Ein ähnliches Bild der Weiterentwicklung Leihmutterschaft, natürlich kann man das nicht so gut finden und viele Europaratsstaaten sind da sehr skeptisch, wohl zu Recht. Aber es gibt auch die schwierigen Fälle, wo die Leute in anderen Ländern ihr Kind gebären lassen und dann plötzlich sind Kinder da. Ziemlich schwierig. Und der Gerichtshof hat hier gefunden, man muss in Menaçant gegen France und dann in diesem, ich habe schon angedeutet, Protokoll 16, wo man Cour de Cassation de France, Française hat eine Frage gestellt an den Gerichtshof, wie muss man das jetzt handeln? Der Gerichtshof sagt, ja, man muss in irgendeiner Form, wenn diese Eltern-Kind-Beziehung bestanden hat, muss man das anerkennen. Man ist frei zu tun, wie man das will. Man muss es nicht gleich so anerkennen, wie das Eltern-Kind-Beziehungen wären, aber zumindest eine Sorte Adoption muss vorgesehen sein. Diese Fragen sind auch völlig neu und mussten zu einer Entwicklung führen. Dann auch die gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Früher sagte man, ja, fällt vielleicht unter Privatleben, Familie. Nein, sicher nicht. Heute ist klar, Familienleben. Und im letzten Fall, sehr jung, 13.07.21, Fedotova gegen Russland, hat der Gerichtshof entschieden, dass jedes Land eine, und zwar nicht nur nach ihren gesellschaftlichen Bedingungen, auch dort, wo solches abgelehnt wird, muss eine Form finden, wie solche Beziehungen anerkannt werden können. Sie müssen nicht Heirat für alle einführen, aber irgendeine Form der Anerkennung muss sein, unabhängig davon, wie fortgeschritten jetzt dieser Staat in Europa in dieser Beziehung ist. Und Fedotova versus Russia, Entscheid der Chamber, jetzt hängig vor der Grand Chamber. Letzter Punkt, Herausforderung Umwelt. Gab es nicht vor 30 Jahren. Aber der Gerichtshof hat in einer ganzen Reihe von Fällen, gestützt auf Artikel 8, vielleicht auch Artikel 2, also Recht auf Privatleben, Fälle der unmittelbaren Emissionen zum Anlass genommen, Verletzungen festzustellen. Etwa in Italien, wo wochenlang Abfall auf den Straßen blieb. Da waren viele Opfer, also fast die ganze Gemeinde, nicht? Also auch der Status Victim, Opferstatus, kann sehr weit sein. Und der Gerichtshof hat diese Herausforderung angenommen im Sinne eines Living Instruments, zuletzt auch in Gordella und andere gegen Italien, toxische Emissionen aus einem Stahlwerk, wo nie etwas gemacht wurde, obwohl klar war, dass etwas gemacht werden musste. Er ordnete sogar die Sanierung an, der Gerichtshof in diesem Fall. Natürlich, das ist alles gut, aber die Herausforderungen sind noch eine Spur größer. Wir wissen das Klima, und das steht so nicht in der Konvention. Es gibt den Fall der Klimaseniorinnen gegen die Schweiz, es gibt Duarte Agostinho und andere gegen gleich 33 Mitgliedstaaten. Wie wird der EGMR diese Fragen handeln? Das ist eine extrem schwierige Frage unter vielen Gesichtspunkten. Es haben auch viele wichtige Leute, zwei sind sogar hier, Frau Keller und
Frau Hanni, darüber geschrieben, wie der Gerichtshof das entscheiden wird. Das ist die der nächste Schritt. Ich hoffe, Sie haben es etwas genossen und danke Ihnen. Herzlichen Dank, Andreas, für deine umfassenden, spannenden Ausführungen. Du hast eigentlich jede Hot Potato eigentlich angestoßen, die es irgendwo gibt in Bezug auf EMRK und auch Kritik, die daran auch geäußert wird. Wir kennen uns aus gemeinsamen Studienzeit in Bern. Auch Solothurner gingen damals nach Bern. Heute ist das anders. Heute geht man nach Zürich, oder? Aber damals gingen wir nach Bern. Und du bist damals schon, so mag ich mich erinnern, aus der Masse der Studenten irgendwie hervorgetreten. Man musste damals sich entscheiden zwischen den Verlockungen des Marzili und dem seriösen Studium. Und du warst da, glaube ich, seriös. Und das ist das Ergebnis deiner Studien. Du bist jetzt in Straßburg. Bevor wir vielleicht, oder wenn wir jetzt zur Diskussion kommen, erlaube ich mir vielleicht gleich eine erste Frage zu stellen im Zusammenhang mit deinen Ausführungen. Du hast von der EMRK als Living Instrument gesprochen. Und das erinnert mich ein wenig an die Diskussion in Amerika, nicht mit der Frage über die Living Constitution. Wir hatten Bader Ginsburg hier, wir hatten auch Scalia hier. Scalia war der Vertreter der heute wahrscheinlich dominierenden Originalist-Auslegung in Amerika, die eben sagt, die Verfassung muss so interpretiert werden, wie es die Founding Fathers gedacht haben, 1774. Und was du jetzt sagst, ist eigentlich das Gegenteil davon. Ist das unumstritten in Straßburg? Ist das die herrschende Lehre oder ist das eine unsichere Mehrheit, die so argumentiert? Ja, also, dass es ein Living Instrument ist, das ist wirklich in der Rechtsprechung verankert. Das geht nichts darüber hinweg. Aber selbstverständlich haben nicht alle Richter genau den gleichen Zugang zu solchen Fragen. Es gibt halt solche, die mehr hinein interpretieren wollen als andere oder andere, die eben das blockieren wollen. Sicher geht der EGMR und ich glaube auch die europäische Doktrin als solches ist nicht auf den Wortlaut fixiert, so wie er dann noch verstanden wurde im 18. Jahrhundert. Das ist nicht ein vernünftiger Zugang zum Recht. Das Recht ist eben auf die Gesellschaft bezogen, in der man lebt. Und Verfassungsrechte sind weit determiniert. Sie können nicht irgendwo hingehen. Also das natürlich auch nicht. Man kann es nicht geradezu erfinden. Es hat alles seine Grenzen und es geht nicht um das Belieben. Es geht nie um das Belieben des einzelnen Richters, sondern auf einer Fortentwicklung im Lichte des Case Law, wie es schon besteht und wie es vielleicht angepasst werden muss, weil es halt jetzt neuere Bedingungen gibt. Das ist der Approach. Von Fall zu Fall fortzuschreiten, einige etwas schneller, andere etwas weniger schnell. Nicht aber eine Wortklauberei, denn es ist die Auslegung von Verfassung, ist nicht eine grammatische Frage nur, sondern es ist eine Frage des Sinns, des Normsinnes. Und das muss mit allen Elementen erschlossen werden, auch unter Berücksichtigung dessen, was die Jurisprudenz schon geschaffen hat. Vielen Dank. Wem darf ich das Wort für eine Frage oder Kommentar übergeben zu den Ausführungen des Referendars? Hinten sehe ich eine Hand hochgehen. In der hintersten Reihe, auf der linken Seite, könnten Sie da vielleicht das Mikrofon hochbringen? Strecken Sie die Hand doch noch mal aus, damit man weiß, wo Sie sind. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe mich gefragt, inwiefern die Grenze gezogen wird zwischen den Richtern, die auch legislativ tätig werden, indem sie solche Urteile fällen, und inwiefern das stattdessen von den einzelnen von der Bevölkerung entschieden werden sollte, sei es in der Schweiz durch Initiativen
Also nehmen wir zum Beispiel die, nicht ganz die Richter, die legislativ tätig werden. Nehmen wir zum Beispiel die Cyberkriminalität. Diese ganzen Strafbestände gab es damals noch nicht. Inwiefern sollten die Richter jetzt alleine das entscheiden und nicht die Parlamente, wie damit umgegangen wird? So sind die Gerichte legitimiert, die Verfassung zu Also ich meine, es ist Eingriffe in Rechte müssen auf Gesetz beruhen. Das ist auch eine menschenrechtliche Situation. Wenn der gesetzliche, zum Beispiel bezüglich Cyberkriminalität, der Rahmen, der gestellt ist durch ein bestimmtes Land, das Recht auf Leben verletzt, weil die Polizei nicht zu Hilfe eilen kann, weil es keine Straftatbestände gibt für solche Dinge, dann hat das Land die Artikel 2 oder Artikel 8 verletzt. Und damit wird noch niemand bestraft. Dann, daraus folgt dann die Verpflichtung des Landes, die Gesetze zu ändern. Und da besteht ein großer Freiraum, wie sie das tun. Sie müssen die Menschenrechte achten, müssen auch die Menschenrechte achten derjenigen, die allenfalls eine Form der Cyberkriminalität begehen. Sie müssen das einhegen und Gesetze erlassen dazu, falls solche nicht bestehen. Im Falle von Russland gab es solche Gesetze, die anwendbar waren, aber wenn es solche nicht einmal gegeben hätte, dann wäre die Verpflichtung aus der EMRK, legislatorisch tätig zu werden. Man geht nicht über den Gesetzgeber hinweg. Das gehört alles zusammen. Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte gehört zusammen, jedes am richtigen Ort. Man kann zum Beispiel auch nicht Covid-Bekämpfung außerhalb des gesetzlichen Rahmens begehen, nur weil Artikel 2 dazu verpflichtet, positive Maßnahmen zum Schutz der Menschen zu ergreifen. Diese Verpflichtung besteht, aber sie muss in den Formen des Rechtsstaates erfolgen, also durch Gesetze. Das ist dieses Zusammenspiel, muss man begreifen. Und es sind nie die Richter, die alles zusammen machen. Inwiefern können sich eigentlich Mitgliedstaaten gegen Urteile wehren, die ihnen nicht passen? Also ich glaube, im Fall von Russland haben die dann zu irgendeinem Verfahren eingeführt, wo dann ein nationales Gericht wieder prüft, ob das, was der EMRK-Gerichtshof entschieden hat, dann verfassungskonform ist mit Russland, oder? Also völkerrechtlich gesehen ist Russland verpflichtet, die umzusetzen. Jetzt haben sie ein Verfahren eingeführt, wo unter Umständen das Verfassungsgericht von Russland sagen kann, dass ein bestimmtes Urteil der Verfassung von der Russischen Föderation widerspricht und dass es deshalb nicht vollzogen werden kann. Das sind nur, also man muss das einordnen, nicht? Das sind nur wirklich, auch die russischen Fälle werden die meisten vollzogen. Das sind Ausnahmefälle. Und international rechtlich bleiben alle diese russischen Fälle, auch diejenigen, die allenfalls wegen des Verfassungsgerichts dann vorerst nicht vollzogen werden, auf der Agenda des Ministerrates. Die gehen nicht weg. Und es hat so etwas wie eine Enhanced-Vollstreckung, die dann vorgesehen wird. Also man lässt diese nicht einfach so gehen. Und es kann sogar das Verfahren geben, das ist sehr neu, wo das Ministerkomitee wieder an den Gerichtshof gelangen kann, um feststellen zu lassen, ist jetzt, widersetzt sich das Land dem Urteil. Ist kürzlich eingeleitet worden im Verhältnis zur Türkei wegen Kabbala. Also international rechtlich lässt man das, aber innerstaatlich gibt es da so etwas unterschiedliche Herangehensweisen. Es hat auch den Fall Hearst gegeben, wo das Vereinigte Königreich es nicht ertragen konnte, dass eigentlich auch Gefangene Wahlrechte haben müssen. Das war eine lange Prozedur. Und sie ist, irgendwie geregelt. Solche Widerstände gibt es, aber man muss das Ganze sehen. Im Grunde funktioniert es. Es funktioniert mit den meisten Mitgliedstaaten und eigentlich mit allen weitgehend. Und es gibt halt einige Probleme, die man muss dicke Bretter bohren und das weiterführen. Und etwas Geduld haben. Da sehe ich gerade zwei Meldungen nebeneinander.
Ich habe nur eine kurze Frage zu dem isländischen Fall, wo es darum ging, ob die Richterin korrekterweise gewählt wurde. Und was war jetzt die Konsequenz daraus? Man hat entschieden, dass es zwar nicht korrekt war, aber dass die Urteile, an der der nicht korrekt ernannte Richter beteiligt ist, trotzdem gelten. Oder was war da die Praxis? Nein, nein. Also in Island war das am Schluss in Ordnung zuerst. Der EGMR sagt, dieses Gericht, besetzt mit einer nicht richtig gewählten Richterin, ein solches Urteil verletzt Artikel 6 EMRK, also Feststellung der Verletzung der EMRK in diesem konkreten Fall des Fahrens ohne Führerausweis. Das Urteil verletzte die EMRK. Was ist die Folge davon? Nicht wie dann die Vollstreckung der Urteile des Gerichtshofs ist primär Sache der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten müssen die Konsequenz daraus ziehen und dem Ministerkomitee Bericht erstatten. Haben sie es vollzogen? Island muss das vollziehen und muss Abhilfe schaffen. Sie haben das auch gemacht. Sie haben diese ganzen Richterwahlen neu durchgeführt und so fort. Im konkreten Fall war es eine Verletzung. Es gibt auch Fälle, wo dann wegen der unkorrekten, nicht der Mann hat sich ja sogar schuldig erklärt, er hat einfach die Strafe zu hoch gefunden. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass in Vollstreckung dieses Urteils des EGMR die isländischen Gerichte das Verfahren wieder aufnehmen, so der Beschwerdeführer das will, und neu darüber entscheiden mit einer Besetzung, wo nicht mehr diese Richterin dabei ist. Das ist der Mechanismus. Es ist ja nicht alles weg. Wenn man Artikel 6 verletzt, faires Verfahren, ist ein Mörder nicht einfach unschuldig, sondern unter Umständen wird das Verfahren an dem Moment wieder aufgenommen, wo die Verletzung des Menschenrechts begann. Man muss einfach Abhilfe schaffen der Verletzung, aber nicht alles über den Haufen werfen. Gut, dann vielleicht der Herr gleich daneben. Sie haben ganz am Anfang in einem Nebensatz gesagt, dieses oder jenes Land ist ja nicht dabei oder noch nicht dabei, sprich noch nicht der Rechtsprechung des EGMR unterworfen. Das Gleiche jetzt bei Russland, die dabei waren oder nicht mehr dabei sind. Aus Sicht des Gerichts oder aus Sicht eines Richters, ist das schade oder ist das eine Herausforderung? Sehen Sie, es ist eine halb institutionelle, halb persönliche Frage. Sollten diese Länder wieder zurückkommen? Möchten sie ihren Einfluss eher ausdehnen oder ist das Arbeit, die nicht anfällt? Ich meine, es ist der Europarat, der darüber entscheidet, beziehungsweise die Länder, die Konvention ratifizieren. Es ist der größte Teil in Europa war Mitglied, Kosovo nicht, Transnistrien ist ein Sonderproblem, der Vatikan. Aber sonst sind sehr viele dabei, zumindest gewesen. Jetzt, durch das Verfahren des Europarats, stelle ich in größtmöglicher Nüchternheit fest, Russland ist ab September nicht mehr Mitglied des Europarates, des Europarates jetzt schon nicht mehr, aber der nicht mehr Vertragsstaat der Konvention. Das bedeutet, dass diese 140 Millionen Menschen in Russland diesen Schutz der Konvention verlieren. Und das ist wichtig. Also das, glaube ich, sagen zu können, das ist wichtig. Und es ist so nicht mehr. Punkt. Bitte sehr, eine andere Wortmeldung hier. Danke. Während meinem Studium in Amerika habe ich gemerkt, dass ich eigentlich oft mit der Dissenting Opinions einverstanden war, als mit den Entscheidungen. Und ich sah da drin vielleicht eine Anmeldung von den zukünftigen Entscheidungen.
Haben Sie auch dissenting opinions bei Ihrem Gericht? Sie sehen, ich weiß wirklich sehr wenig davon. Und spielen die für Sie auch eine wichtige Rolle? Also im Gerichtshof ist es so, dass es am Bundesgericht gibt es das nicht. Es gibt dafür eine öffentliche Beratung. Es gibt beim Gerichtshof für Menschenrechte gibt es diese separaten Meinungen, Concordant oder Dissenting Opinions, das ist möglich. Es wird nach Mehrheit abgestimmt und die Richter, die nicht einverstanden sind mit dem Mehrheitsurteil, werden regelmäßig zumindest kurz sagen, warum sie nicht einverstanden sind. Das kann auch weitergehen. Man erwartet, dass man das nicht zu ausführlich macht, so 2-3 Seiten oder so. Da werden Dissenting Opinions geschrieben. Ich habe das jetzt auch schon getan. Finde nicht, dass das ist, was man unbedingt anstreben sollte. Ich denke, es ist viel wichtiger, im Gremium einen Konsens zu finden und möglichst eine große Mehrheit, wenn nicht Einstimmigkeit, zu erreichen. Aber es kann sein, dass man eine abweichende Meinung dann schreibt. Es ist also möglich. Und ob sie besser sind als das Urteil, das überlasse ich Ihnen. Vielleicht als Student ist das natürlich enorm spannend, klar. Aber es gibt natürlich, es hat irgendwo auch, wenn man sie liest so, sieht man sehr viel schneller, wo war der umstrittene Punkt. Das ist insofern noch interessant, zuerst dort zu lesen, damit man weiß, wo es drauf ankommt. Aber man muss sich dann schon auch überlegen, die Mehrheit hat sich auch etwas gedacht. In der Schweiz wird manchmal kritisiert, der Gerichtshof kümmere sich zu sehr um nationale Details, oder? Und müsste eigentlich mehr in grundlegenden Urteilen sich bewegen. Und das schafft dann Unruhe und Missmut gegen den Gerichtshof. Ist das etwas, das man ernst nimmt in Straßburg, oder ist das? Also es ist natürlich sicher so, dass eine Konvention, die auf den Vertragsstaaten beruht, eine Institution wie der Gerichtshof irgendwo auch auf Akzeptanz angewiesen ist. Das kann man nicht bestreiten. Es muss ja vollstreckt werden und auch die nationalen Gerichte müssen folgen. Das bedeutet, dass man schon Rechnung trägt der Situation in den Staaten. Aber nicht so, dass man Angst hätte oder so etwas. Das auch wieder nicht. Aber man muss sehen, es ist Europa, es ist divers. Man muss in den einzelnen Staaten auch ihre Margin of Appreciation lassen. Das sind diese Elemente, die einem nützen, um das auszutarieren und nicht mit der Dampfwalze über alles hinwegzugehen. Das ist die Sensitivität, das Gespür haben für diese Situationen. Zum Beispiel Fedotova, der Fall, dass es jetzt an der Zeit wäre, dass irgendeine Form der institutionellen Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen überall bestehen sollte. Das konnte man vor einigen Jahren noch anders sehen. Das geht etwas weit, ist schwer zu verdauen vermutlich für Russland. Aber man dachte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Natürlich aufgrund der neuen Entwicklungen ist das alles etwas schwieriger geworden jetzt bezüglich dieses Landes. Danke, bitte sehr. Die EMRK ist ja auch europäisches Rechtsgut, also Teil der EU, des EU-Rechts, oder? Es wird übernommen, so viel ich weiß. Gibt das, es da, EU, das EU-Recht wird? Ja, die EMRK ist ja auch in das Europäische, also der europäischen Gemeinschaft, das Recht integriert, oder nicht? Also meine Frage zielt eigentlich darauf hin, gibt es zwischen der EGMR und dem EuGH eine Art Konkurrenz oder Rivalität? Der Europarat ist eigentlich die Integration in Europa bezüglich Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat.
wirtschaftliche Beziehungen oder gar Verteidigungs- oder Kriegsbündnisse sind daneben, außen vor. Also es ist diese Konzentration auf das wirklich Wesentliche, Rechtsstaat, Menschenrechte, Demokratie. Und insofern ist EU und Europarat zwei verschiedene Dinge, EuGH, EGMR zwei verschiedene Dinge. Es ist ein langes Prozedere, ob und wie die Europäische Union als solche auch Mitglied der EMRK sein soll. Das ist bisher nicht der Fall, weil der EuGH gewisse Voraussetzungen aus der Sicht des EU-Rechts nicht als erfüllt angesehen hat. Das wird zurzeit verhandelt. Kann sein, dass in den nächsten Jahren die EU beitritt. Aber die Mitgliedstaaten der EU sind alle Mitgliedstaaten beim Europarat und ihre Entscheidungen haben vor den Menschenrechten im Prinzip standzuhalten. Es gibt dann noch so eine Linie, wo man sich etwas verständigt mit der Rechtsprechung des EuGH. Konkurrenz, naja, so würde ich das nicht sagen. Ich meine, die Charta, Grundrechtecharta der Europäischen Union verweist auf die EMRK und auf die Rechtsprechung des EGMR. Der EuGH ist mehr ein Fachgericht für Wirtschaftsfragen, aber beurteilt auch irgendwo menschenrechtliche Fragen für die Anwendung des EU-Rechts. Beim EGMR geht es im Unterschied zum EuGH nicht so um allgemeine Leitlinien, sondern immer um die konkreten Fälle. Und das ist schon die Spezialität, dass jeder, der in einem Menschenrecht verletzt sich wähnt, an den Gerichtshof gelangen kann. Aber sollte die EU dem EMRK beitreten, könnten Entscheide des EuGH nach Straßburg gezogen werden, oder? Ja, also das Problem. Es gibt eine ganze Reihe von Problemen. Wie führt man das genau zusammen? Das ist technisch sehr kompliziert und das lässt sich gar nicht so erzählen. Ich habe das auch ehrlich gesagt, nachdem das entschieden war, dass die Vorläufe nicht dabei sind, nicht mehr so genau verfolgt. Aber es sind derzeit Verhandlungen im Gange. Wie diese genau, wo, ob man sich findet, wie man sich findet, kann ich jetzt nicht so referieren. Vielleicht, wenn ich es wüsste, dürfte ich, vielleicht auch nicht. Okay, dann habe ich eine Hand da hinten gesehen. Ja, bitte, Herr Waldi. Mikrofon kommt gerade. Ist das richtig? Ist das richtig, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen der Interpretation der EMRK als Living Instrument einerseits und der dynamischen Rechtsinterpretation, wie sie insbesondere der Europäische Gerichtshof im Sinne von Rechtsvorbildung immer wieder vornimmt. Kann man da einen Unterschied ziehen? Ja, vielleicht schon. Die dynamische Interpretation durch den EuGH war natürlich etwas, das auf die europäische Integration ausgerichtet war oder ist. Und diese Marktfreiheiten in dynamischer Weise fortzuinterpretieren, damit das System des Binnenmarktes funktioniere. Das ist nicht ganz dasselbe wie eine Auslegung oder Interpretation von Grundrechten und Menschenrechten. Aber dass es evolutiv ist irgendwo, das wäre wohl die Gemeinsamkeit. Eine Frage des Herrn mit dem schwarzen T-Shirt. Wie geht es jetzt mit Russland weiter? Sie haben gesagt, die müssen verdauen. Gibt es da schon Reaktionen? Werden die Fälle überhaupt noch gelesen? Also die Entscheidung, oder gehen die als unzustellbar zurück? Und was passiert jetzt mit all den Fällen, die nicht, also die vielleicht von einer drei Richterinnen gefällt werden und die nicht wirklich große Wirkung entfalten würden,
schreit man da nur noch in den Abgrund und es wird von niemandem gehört? Oder, also wie wird das jetzt wahrgenommen am Gericht? Das ist eine sehr schwierige Frage. Derzeit ist es so, ich kann hier einfach sagen, ja, was nach außen wahrnehmbar ist. Wir beschäftigen uns natürlich mit dieser Situation. Im Moment, also der Gerichtshof hat ja dann wieder entschieden, nachdem der Präsident alles sistiert hat, die Fälle werden wieder aufgenommen. Wir haben, ich bin in der Sektion 3, also wo russische Fälle verhandelt werden, und ich bin auch Referent in vielen solchen Fällen, wo darüber entschieden wird. Wir fällen derzeit Urteile, wo man schon Stellungnahmen Russlands hat. Die werden behandelt, wie es vorher war, auch im Ausschuss, also bei Dreierfällen, zum Beispiel Fälle, wo es schon ein sogenannt well-established case law gibt, klare Fälle, also wo es schon einen Grundsatzfall zu diesem Land gibt und Parallelfälle zu beurteilen sind, werden alle, Sie können das auf der Homepage des Gerichtshofes sehen, es werden sehr viele Urteile gemäß für Russland gefällt. Was bedeuten sie? Sie bedeuten zunächst natürlich einmal, jede Feststellung einer Menschenrechtsverletzung, so es denn eine ist, ist schon irgendwo eine gewisse Just Satisfaction für die Opfer. Insofern ist das wichtig. Das Zweite ist, in Russland hat man selber noch nicht entschieden, wie das weitergehen soll. Sicher ist natürlich, dass sie nicht mehr Konventionsstaat ab September sind. Der Staatsduma liegt ein Draft für ein Gesetz vor, wonach die Fälle bis 16. März, wo sie ausgeschlossen wurde, verzogen werden und die späteren dann nicht mehr. Ob das zum Gesetz wird, weiß ich nicht. Ist ein Draft. Der Gerichtshof aus seiner Sicht der internationalen Verpflichtungen fährt vorläufig fort. Und das wird sicher bis zum 16. September so sein. Wie dann nachher fortgefahren wird, das ist durchaus nicht ausgemacht. Und ich denke, ich kann nur darüber berichten, was jetzt schon sichtbar ist. Ich glaube, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Es ist schon 8:10. Es hätte noch einige Fragen, aber ich schlage vor, wir wiederholen das einfach noch einmal, vielleicht ein Jahr oder zwei, und beantworten dann die übrigen Fragen. Ganz herzlichen Dank für den Besuch und die Berichterstattung quasi, was da so läuft in Straßburg. Wir haben da noch etwas zum Mitnehmen, etwas Zürcher Schokolade gekauft und haben die auch besonders nach deinen Vorlieben ausgewählt, sodass die auch entsprechend verzehrt werden kann. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke.